Das könnte etwas wehtun. Oh, nice. Komm schon, Legende. Oh, fuck. Mach. Darf ich auch mal. Wirklich. Ich hab's da! Er schlägt von links, also muss ich links drücken, noch nicht. Was ist das denn für eine Scheiße? Ich verstehe es nicht. Da muss ich. Ja, da muss ich gegen. Also wenn er rechts schlägt, muss ich links drücken. Dann sag das doch gleich, Alter. Vor allem, ich habe auch keine Pause hier. Ja, komm, bring ich schon mal um. Ich hab keinen Bock mehr. Ich bin auf dem Schwitzen hier. Ich krieg die Krise mit dem Typen. Nervt doch nie! Junge, habe ich schon mal eine Pause oder was? Ja, fick dich doch. Fick deine Missgeburt, Alter. Das ist der Nathan Drake, von dem man so viel hört. Ist ja gut, ist ja gut. Sind wir fertig. Ich hole jetzt meinen Bruder und dann gehen wir. Wenn du bleiben und mit dem Chef verbrennen willst, gerne. Du hast mich. Weißt du was, Nate? Hinter all dieser Angeberei steckt nur ein trauriger kleiner Junge. Mit ernsthaften Größenwahn. Und der kann nicht mal ordentlich fechten. Mach's gut, Nathan Drake. Nathan! Du weißt einfach nicht, wann man aufgibt, hm? Das ist gut! Ich will nichts geschenkt. Ich habe schon immer alles auf einem verdammten Silbertablett serviert. Alles! Bis auf das! Das habe ich mir verdient. Das alles. Du willst den Schatz, Rafe? Er gehört dir. Heilige Scheiße. Boah, hat mich der Typ sauer gemacht, Alter. Das ist geschnitten, dass das jetzt nicht so viele Fails waren. Aber das ist ja unglaublich scheiße. Es ist zu schwer. Versuch's nochmal. Weil mal links, mal rechts kapiere ich nicht. Wenn er nicht schlägt, musst du rechts schlagen oder nicht. Das sind immer verschieden. Hör mir zu. Oder random. Alles, was ich hier wollte, war mit dir diesen Schatz zu finden. Hey, wir haben's geschafft. Wir haben's geschafft, Brüderchen. Okay? Alles ist gut. Es muss einen Weg geben. Nathan. Du musst hier weg. Was muss ich sagen? Du musst hier weg! Schon, Nathan, ich muss wissen, dass du es geschafft hast. Nathan, der ganze Laden fliegt gleich in die Luft. Das ist es. Ich muss durch Wasser. Vertrau mir. Halt den Kopf und... Absolut verrückt, Mann, sagt der Richtige. Das ist unser Ausgang, Nathan. Na los! Weiter! Scheiße! Das Schiffssegel! Dass der einer schwimmen kann, trotz der Verletzung. Von diesem Mast. Von diesem Holzstück, was auf ihm war. Oh, Nate! Nate! Hey! Komm, gib dir. Bist du okay? Hey! Hey, Sully, ich hab sie. Wo seid ihr? Gleich hier. Oh, ein bisschen laggy. Keine Ahnung warum. Kamera auch. Und, hast du alles? Ja, glaub schon. Du kannst alles verkaufen, was ich zurücklasse. Ja, soll ich euch wirklich nicht heimbringen? Ah, nach den letzten Tagen ziehe ich ein Flugzeug mit Bordservice und bequem Sitzen vor. Außerdem müssen wir beide über einiges reden. Ja, müsst ihr. Und keine nächtlichen Anrufe mehr, von wegen ein letztes Mal. Hm? Geht klar. Danke, Sully. Alles Gute, Junge. Lass von dir hören. Wenn du wieder in der Stadt bist. gebe ich einen aus. Da werde ich dran erinnern. Dann haut der Hase einfach ab und hinterlässt kleine Hasenüberraschungen überall auf dem Bett des Direktors. Eine hey, was erzählst du ihr? Er erzählt mir von deiner Magiephase. Oh, ich hasse dich. Wie war dein Künstlername? Los, sag's ihr. Der große Nate. Das ist nicht witzig, der Name ist toll. Zu seiner Verteidigung, du warst ziemlich gut. Aha. Hör zu, Sam. Es war interessant, dich kennenzulernen. Mit Handschlag? Also... Wir machen das wie gute Freunde. Pass mir gut auf diesen Spinner auf, okay? Ja, mach ich. Ich komme gleich nach. Ja. Ich mag sie. Und das arme Mädchen scheint dich echt zu lieben. Ich weiß, ja. Hör zu, das Angebot steht noch. Das ist nett, aber nein, danke. Wenn du denkst, du wärst uns eine Last, darum geht's bist nicht. Du nicht. Darum geht's nicht. Also ein bisschen schon, aber... Ich dachte nur, nachdem wir Averys Schatz gefunden haben, wäre ich zufrieden. Stattdessen habe ich irgendwie dieses Gefühl von... Leere. Ja. Egal wie aufregend das nächste Abenteuer sein wird, am Ende stehst du immer mit dem gleichen Gefühl da. Manchmal muss man entscheiden, was man behält und was man loslässt. Tja, ich schätze, da bin ich noch nicht. Außerdem hast du mir ein paar alte Städte voraus. Ich muss noch was aufholen. Es sind noch welche übrig. Gut, danke. Oh, unser Taxi ist da. Ja. Wir haben's weit gebracht. Haben wir, kleiner Bruder. Komm her. Und mach nichts, was ich nicht tun würde, okay? Hau schon ab. Zieh Leine. Voll. Ja. Und? Victor? Was steht jetzt an? Also, bevor ich hier eingezogen wurde, habe ich an einer Art Geschäft gearbeitet. Geschäft? Gefährlich? Mit den Leuten ja. Könnte sein. Also, ich kenne da jemanden, der gerade aus dem Gefängnis kommt und perfekt für so ein Geschäft geeignet wäre. Oh, ich weiß nicht. Ist er zuverlässig? Mehr oder weniger. Kann er Portugiesisch? Quando seu marido voltar para casa? Was heißt das? Wann kommt ein Mann nach Hause? Das hier nicht. Na los. Hast du noch mehr von den Zigarren? Übertreib's nicht. Hey, guten Morgen. Das ist er wirklich. Das ist er wirklich. Ah. Okay, ich spiel mit. Was ist los? Einen großen Job an Land gezogen? Oh, sogar noch besser. Ich bin kurz davor, Jameson Marine zu verkaufen. Echt jetzt? Ja. Wow, da... Tja, hey, ich schätze, da sind Glückwünsche angebracht, ne? Oh, noch nicht. Aber ich bin zuversichtlich, dass es klappt. Die haben hart verhandelt. Aber am Schluss konnten wir... beide Seiten zufriedenstellen. Na, das ist toll. Ja. Bleibst du weiter dabei? Nein. Ich glaube, ich brauche mal Ruhe. Zeit für die Familie. Und ich will mal wieder fischen gehen. Ha. Freut mich. Und wer ist der Trottel, der den Laden kauft? Oh, du. Was? Na komm schon, ernsthaft. Oh, doch, ernsthaft. Warte, Jameson? Hey, warte mal, Mann! Hey! Morgen, Jungs! Was machst du denn hier? Ich wollte mich nur ein letztes Mal umsehen. Die Schlüssel hat jemand schon. Okay, perfekt. Euer Ernst? Nate. Okay, ich sag dir was. Das wäre eine sehr kluge Investition. Du das Richtige. Rufen Sie mich an? Wird gemacht. Hi. Hi. Du kaufst Jameson Marine? Wir kaufen Jameson Marine. Oh. Okay. Wie? Wieso? Tja, es gibt da Gerüchte über einen Bergungsjob vor der Küste von Malaysia und ich dachte, das wäre genau unser Ding. Nein, Schatz, hör zu. Wir sind nur um ein Haar aus Libertalia entkommen. Ja. Hey, einen illegalen Job annehmen? Du weißt, wohin das führt. Wer sagt denn was von illegal? Hier. Das kam heute Morgen. Ist das echt? Ja. Ein paar meiner alten Kontakte haben das mit der malaysischen Genehmigungsbehörde geregelt. Es war toll, ich musste nicht mal jemanden bestechen. Na, das ist gut, denn ich habe keinen Schimmer, wie wir uns das überhaupt leisten könnten. Hier. Halt mal die Hand auf. Hä? Halt mal die Hand auf. Mach schon. Heilige Scheiße. Wo hast du die her? Die war in meiner Jackentasche. Zusammen mit ein paar anderen. Ein paar? Sam. Er ist ganz schön raffiniert. Ja. Natürlich werden die meisten davon für unser Geschäft hier drauf gehen. Und für die neue Kameraausrüstung. Kamera? Hä? Ja. Weißt du, ich dachte, wenn wir die Fracht aus dem Wrack bergen, könnten wir doch ein kleines Team anheuern, die ganze Sache filmen und meine alte Show wieder aufnehmen. Was ist denn aus unserem einfachen Leben geworden? Ich glaube, beim Versuch, ein einfaches Leben zu führen, haben wir es vielleicht übertrieben. Hör mal. Damals auf dieser Insel habe ich das Abenteuer vermisst. Ich habe uns vermisst. Und jetzt haben wir die Chance zu tun, was wir lieben. Aber von jetzt an läuft alles nur noch 100% legal. Okay? Und schießen werde nur noch ich. Mit meiner super teuren Kamera. Wow. Du hast das wirklich genau durchdacht. Mehr oder weniger. Aber hör zu. Ein Wort von dir und ich blase die ganze Sache ab. Was? Nein. Ich will Jameson nicht den vorzeitigen Ruhestand versauen. Das wäre grausam. Genau. Das wird nicht einfach. Das ist es doch nie. Also. Was sagst du, Nathan Drake? Klar, wieso nicht? Hm. Solange ich kein Papierkram erledigen muss. Na, ich kann's auch nicht. Ich werde vollauf mit der Kamera beschäftigt sein. Na, und ich vollauf mit dem Tauchen. Okay. Schön, wir wechseln uns ab. Ja. Oder wir könnten darum spielen. Echt jetzt? Nein, hör zu. Ich habe geübt. Ich bin echt gut. Meine Hand-Augen-Koordination ist viel besser. Echt? Ich kann dir das nicht nochmal antun. Hast du etwa Angst? Da liegst du ja sowas von daneben. Auf einer Skala von 1 bis 10. Wie viel Angst hast du? Ungefähr 3. Ja, übersetzt heißt das so ungefähr 11. Okay, dann. Ich krieg dich. Ach ja? Ja. Oh je. Das... Okay. Schön. Bin dabei. Was ist denn jetzt los? Oha. Crash Bandicoot. Okay, wie lange geht denn das? Wir haben noch 38 Sekunden. Nice. Wir haben es geschafft. Zwar ein bisschen random, aber okay. Hm. Achso, schaut schon der Hund. Hey. Wo bleiben die? Was, das ist die Tochter? WTF? Epilog? Wie geil. Ich weiß gar nicht, sollte echt aufräumen. Danach kommt ja ein DLC. Ob der DLC mit ihr später beginnt? Ich weiß es nicht. Der so gut. Apfel fällt nicht weit vom Stamm, ne? Interessant, ne? Altmodisch. Oh, das ist ja auch sweet. Das müsste jetzt schon 10 Jahre, über 10 Jahre später sein. Das ist bestimmt die Tochter. Mom? Dad? Jemand da? Juhu! Warum sieht es denn hier so unordentlich aus? Und die haben echt aufgestockt, oh, ne? Das sieht schön aus. Oh. Achso, ah. Hm. Ah. Sorry, Sally. Der Hund. Wow, Sam sieht so jung aus. Sam. Hey. Was ist mit dem Hund? Ich komme gleich, Mensch. Darf man hier nicht mal umgucken? Boah, Alter. Wie rich sind die geworden mit dem Geld? Die sind wohl abgehauen. Ich gehe erstmal hier lang. Ich muss mir da hinten hin. Na bitte. Das Essen ist nicht so gut texturmäßig. Das hier. Oh, cool. Sam und Sally kommen zu Besuch. Diese zwei. Die müssen aber auch schon alt sein. Zumindest Sally, ey. Wahrscheinlich haben die immer mal Kontakt. Ich weiß jetzt nicht, ob ich hier rausgehen soll. Guck erstmal hinten um. wo der Hund gebellt hat. Hm. Wie geil. Die wirft das einfach in den Mülleimer, wenn man da ran vorbeikommt. Das ist cooles Detail. Wir sollten echt eine Party schmeißen. Würde keiner merken. Hier hat er gebellt. Mhm, mhm. Mal sehen, was du hast. Mom hört komische Musik, aber die hier gefällt mir. Das sind so nostalgisch hier, ne? Oh, die Kamera. Wow, so cool. Die muss ich mir mal wieder von Mom leihen. Orientalisch sind die. Ein bisschen. Was hat der Hund jetzt gebellt? Hier ist doch nichts. Komischer Hund. Wo ist er jetzt? Und? Ah. Na gut. Aber nur das eine. Hm. Na gut. Aber das ist das Letzte für heute. Okay. Mal zwei Lunch underwater. Nee, sonst kann ich. Das ist echt das Letzte. Weil das geht nicht. Wir gehen mal an die Tür. Hey! Weg ist sie. Boah. Verlassene Hütte am Meer. Taj Mahal, ich komme. Nur noch ein paar Wochen. Mhm. Aber leider ist es kein neues Uncharted gekommen, ne? Ein perfekter Tag. Jetzt fehlt nur noch der Rest unserer Crew. Rest von unserer Crew? Hm. Auf jeden Fall sehr schön hier. Was ist denn hier? Das sieht auch schick aus. Hier ist doch eine Hütte. Ah. Das ist von dem Bruder der Hütte. Jemand da? Nein? Niemand? Okay. Kann ich streicheln? Oh. Hey, Vicky. Vicky. Was sind Fische? Was? So, Süße. Wo sind Mom und Dad? Na los, such sie. Los. Echt jetzt? Gut, suche ich sie selbst. Was ist das hier? Taucheranzug? Hm. Das Essen ist hier. Lass uns fahren. Wir gucken mal im Nebenhaus. Ich weiß nicht, wohin das andere Haus ist. Vielleicht von dem Bruder. Und hier auch nicht. Okay, dann warte ich wohl einfach. Oh, was ist das denn hier? Wow. Das wurde toll gesäubert. Oh ja, bei der hier war ich mit Sully unterwegs. Nee, das scheint so labormäßig zu sein, ne? Das grenzt das Suchgebiet ein ganzes Stück ein. Mhm. Was ist das? Wie albern. Hey, wir waren in der Zeitung oder was? Das sind seine Schlüssel. Das sind seine Schlüssel? Wie schnell hat die der dazugegriffen? Keine Chance. Einfach keine Chance. Wow. Ich wusste es. Er ist im Kreuz. Was ist das? Eine spanische Dublone. Mhm. Aber von wo? Irgendwie gruselig. Irgendwie cool. Oh, das Buch. Hallo. Wow. Oh mein Gott. Wow. Henry Avery. Der Ganzway-Raub? Halt, hast du etwa nach Averys Schatz gesucht? Was ist das? Niemals. Hm. Ist das Dad? Nein, falsche Seite. Scheiße. Magna. Großes aus kleinen Ursprüngen. Wow, wo weiß ich es? Was ist das? Was zur Hölle? Oh. Oh, scheiße. Mist. Hey, da bist du ja. Hey. Wir haben dich gesucht. Was machst du hier drin? Ich habe euch gesucht. Mach schon, wir haben das Boot beladen. Wir können los. Cool. Ich werde dann gleich nachkommen. Wieso? Ich muss nur, Was ist los, Cassie? Okay. Sei nicht sauer. Hey, ich sag doch, sei nicht sauer. Schlüssel. Also? Was hast du gesehen? Gar nichts. Naja, nur das Foto von euch beiden und Sully. Mit einem Haufen spanisch aussehender Schätze. Und einem Gewehr. Ja. Das musste irgendwann passieren. Vielleicht sollten wir es ihr einfach erzählen. Sie ist noch nicht bereit dafür. Bereit für was? Den abgefahrenen Scheiß da drin? Wortwahl. Ja, Wortwahl. Entschuldigung. Aber ihr beiden habt ja im wahrsten Sinne des Wortes Leichen im Keller. Oder zumindest so eine Art silbernen Totenkopf. Ich glaube, ich bin noch nicht bereit dafür. Wirklich? Nate? Zeit für das Gespräch. Ja, es ist absolut Zeit. Moment, um welches Gespräch geht es hier? Sie ist noch ein Kind. Sie ist älter als du und Sam, als ihr das alles begonnen habt. Das ist was anderes und das weißt du. Okay, hör zu. Wenn ihr irgendetwas Zwielichtiges angestellt habt, ist das total okay. Aber ich finde, ich bin alt genug, es zu erfahren, richtig? Alt genug? Wie alt bist du? Haha, witzig. Mom? Okay. Tja, mal sehen. Für mich fing's an, als dieser Typ mich wegen einer Story über einen riesigen historischen Fund anrief. Er klang wie ein absoluter Schwindler. Ja, attraktiver Schwindler. Nein, ich kannte ihn ja noch gar nicht. Oh, sie wusste es. Sie wusste es. Also dieser Schwindler sagt, wenn Sie die Reise finanzieren, gebe ich Ihnen den Sarg von Sir Francis Drake. Und damit das klar ist, ich habe auch geliefert. Ja, du hast uns indonesischen Piraten ausgeliefert. Ach, jetzt komm, du weißt, damit hatte ich nichts zu tun. Okay, Leute, Auszeit. Ihr behauptet, Piraten hätten euch angegriffen? Nachdem ihr den Sarg von Sir Francis Drake gefunden hattet. Ist das richtig? Ja, das, eigentlich das schon, stimmt. Ja. Bullshit. Wortwahl. Quatsch. Besser. Okay, erzählt weiter. Wisst ihr was? Die Sonne scheint, das Boot ist bereit, der Wind ist perfekt. Ihr wollt die Geschichte erzählen? Warum nicht auf dem Wasser? Kommt. Warte, wie hat Francis Drake ausgesehen? War es eklig? Weißt du, er lag nicht drin. Ja, nur sein Tagebuch und eine Karte von Eldorado. Der Stadt aus Gold? Ah, das ist die Legende. Es war nur eine Statue und sie war verflucht. Krass, echt jetzt? Ja, echt jetzt. Aber das kommt erst viel später. Also, die Karte führte uns mitten in den Dschungel des Amazonas. So endet die Story zu Uncharted 4. Ob es eine Fortsetzung gibt? I don't know. Bisher nur ein DLC, den wir danach spielen werden. Der auch gar nicht mal so kurz ist. Zum Spiel. Ja, ist cool. Ich habe ja, wie gesagt, schon mal gesagt, könnte man mehr Elemente reintun. Mehr Charaktere reintun. Aber ansonsten war es ein schönes Spiel. Hat Spaß gemacht. Wie gesagt, ist ein Spiel für 2013. Ist schon über 10 Jahre her. Und es hat jetzt eine Neuauflage auf PC 2022 oder so. Also das ist auch wiederum 2 Jahre alt. Aber dafür können wir es in guter Qualität spielen. Davor hatte ich nur Uncharted 1 und zur Hälfte nur Uncharted 2 gezockt. Aber ich muss schon sagen, Uncharted 4 ist schon ein Schmuckstück. Dafür, dass es über 10 Jahre alt ist. Ob das auch mit echten Charakteren aufgenommen worden ist. So ein Capture. Motion Capture, wie das heißt. Der DLC ist, glaube ich, ein Jahr später rausgekommen. Meine ich. The Lost Legacy. Ich bin gespannt, worum es da geht. Ich meine, da spielen wir ganz anderen. Da spielen wir, glaube ich, eine dunkelhäutige Frau, glaube ich. Könnte das die Gegnerin vom letzten Teil sein? Ich weiß es nicht. Aber ich weiß auch nicht, ob wir die Tochter spielen. Normalerweise Müssen wir da eigentlich die Tochter jetzt... Ach, vielleicht wird die erst im nächsten Uncharted gezeigt, aber es ist auch ewig her, dass man es jetzt warten lassen hat. Ob da noch ein Teil kommt, keine Ahnung. War auf jeden Fall interessant, schön gemacht, detailliert. Fehler gab es jetzt nicht so krass. Bugs so... Nö, war eigentlich nix da. Ist ja auch schon älter, ne? Dann müsste man eigentlich schon alle Bugs im Programm haben. Ja, ich würde sagen, wir sehen es dann beim DLC. Oder bei einem anderen Let's Play. Lasst einen Daumen hoch da. Abonnieren nicht vergessen. Und wir sehen es dann. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Bis dahin. Ciao.